Hallo, ich bin Charlotte Schürmann und ich erzähle euch jetzt was über meinen bisherigen sportlichen Weg. Britta und Guido Klatte haben ein Speditionsunternehmen. Sie fliegen Pferde durch die ganze Welt. Der Kontakt ist eigentlich durch meine tolle Schwester Johanna entstanden, weil Johanna mit Vicky Klatte, mit der Tochter, sehr gut befreundet ist. Und die haben dann so mal aus Jux und Tollerei gesagt, ja wieso, Charlotte kann doch den World of Dreams reiten. Ich war da 15 und mit meiner Wanda war so ein bisschen die Reise zu Ende. Und dann hat Vicky gesagt, ja Mama, Charlotte, die braucht noch ein Pferd. Und unser World of Dreams, genannt Woody, war gerade aus Amerika wieder da und brauchte auch einen Reiter und war so ein bisschen, war 15 und ja, so für einen Grand Prix Sport eigentlich nicht mehr, hatte er nicht mehr so die Lust. Und da hat die Britta gesagt, ja, der erste ist schon ein bisschen schwierig, ob die Kleine das packt. Die ist ja nicht so die Größte. Und da haben wir es ausprobiert und dieses Pferd ist einfach, das war mein Lieblingspferd. Also dieses Pferd habe ich so abgöttisch geliebt. Und es hat echt ein Jahr, glaube ich, gedauert, bis wir uns richtig zusammengefuchst haben. Aber dann hat es bei ihm Klick gemacht und ich habe immer alles getan für dieses Pferd und er nachher auch für mich. Also er hat richtig für mich gekämpft und allein durch diese Familie, also der Familie, habe ich es eigentlich zu verdanken, dass ich jetzt diesen Sprung geschafft habe vom Ponylager auf den großen Sport, auf die großen Pferde. Mein Vater hat uns ganz früh schon die Ponys gekauft, weil er hat Vielseitigkeit geritten und ihm war das früher nicht so gegönnt, dieser Reitsport, weil mein Opa ist halt Metzger und hat nicht so was für den Reitsport übrig gehabt. Und da war mein Vater dann ganz stolz, dass er dann Gott sei Dank zwei Töchter gekriegt hat, weil man die man ja schneller ans Reiten kriegt als die Jungs. Und dann hat er auch sofort die kleine Mona gekauft und dann sind wir direkt aufs Pony und dann los. Also angefangen hat eigentlich alles mit der Deutschen Meisterschaft, da war ich 10 Jahre alt, mit meinem Pony Disco Dancer. Das war seine 10. und meine erste Deutsche Meisterschaft. Ich hatte schon viel Glück, muss ich auch sagen. Und was ich halt auch meinem Trainer hoch anrechnen muss, ist Olli Oellerich, der hat halt immer gesehen, dass ich halt auch Top-Pferde habe. Also er hat sich auch immer bemüht, Charlotte, nächstes Jahr, wenn der verkauft werden sollte, was auch immer dann so der Plan war, dass ich die Pferde ein Jahr reite, wenn ich Glück hatte, auf Europameisterschaften teilnehmen durfte und dann wurden die verkauft, haben wir aber immer gesehen, oder auch speziell Olli, dass ich halt fürs nächste Jahr ein neues Pferd bekommen habe. Ich bin halt eine Perfektionistin und möchte es perfekt machen und auch in der Prüfung bin ich halt sehr konzentriert und versuche einfach alles rauszureiten, was geht. Aber sicherlich klappt es nicht immer so, wie man sich das gerne wünscht. Und da gucke ich mir das Video an, was meine Schwester gemacht hat von der Prüfung. Und dann ärgere ich mich einfach so über mich selbst. Ich sage dann, ich weine jetzt nicht. Wohl manchmal weine ich auch doch. Wenn ich so richtig enttäuscht bin von mir selber und so mir was ganz anderes erhofft habe, dann kann schon mal sein, dass ich so ein paar Tränen verdrücke, weil ich einfach dann mich nicht über das Pferd ärgere, sondern einfach über mich selber. Weil da einfach da mein Ehrgeiz zu hoch ist, um dann zu sagen, ach komm, ist egal. Also da bin ich einfach dann zu ehrgeizig. Also bislang habe ich meine Ziele immer so realistisch gesteckt, dass ich die auch erreichen konnte. Weil langfristig ist einfach mein Ziel, dass ich halt auf Dauer gerne in den A-Kader möchte und einfach an großen Championaten, also an den ganz großen Championaten teilnehmen möchte. Wer möchte das nicht, ne? Jetzt habe ich euch was über meine sportliche Laufbahn und meine Karriere erzählt und das nächste Mal werde ich euch mein tolles Team vorstellen.